Servus Leute, ich bin der Tobi, das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Wir machen heute Spare Ribs, Schweinerippchen, und zwar unfassbar lecker vom Grill, und danach geht das Ganze in den Ofen. Ja, ich weiß. Spare Ribs Enthusiasten, die packen die natürlich in den Smoker für 48 Stunden und übernachten dann vor dem Smoker und all diese Geschichten. Ah, ich würde es auch gerne machen, nur ich habe keinen Smoker. Deswegen kommen die bei mir kurz auf den Grill, einmal kurz scharf anbraten, dann kommen sie in den Ofen für roundabout 2-2,5 Stunden bei 160 Grad. Zum Schluss wird die Temperatur nochmal kurz hochgeschoben, damit sie nochmal richtig schön, ja, nochmal schön Power kriegen. 220 Grad zum Schluss nochmal für 10-15 Minuten, würde ich sagen. Und dann sind die Butter zart und fallen schön vom Knochen, so wie Spare Ribs gehören. In diesem Video mache ich den Rub mit euch. Gewürzmischung. Und ich nehme die Gewürzmischung nicht aus meiner Dose, und da steht nicht Kochspiel vorne drauf, und die kannst du auch nicht kaufen, keine Sorge. Ich sag dir einfach, was drin ist. Ich zeig dir auch die einzelnen Gewürze. Die werden dann im Mörser einfach schön zerrieben. Dann werden die Schweinerippchen schön damit eingerieben. Ganze auf dem Grill, wie gesagt. Los geht's. Legen wir los. Danach, wie immer, du weißt es, wird geplaudert. Bis dahin, ciao, ciao. Kochspiel. Ja, und los geht's mit unserem kleinen, naja, Warenkorb ist es ja jetzt noch nicht, es sind Gewürze, ja, genau. Ich werde dir diese Gewürze definitiv in der Videobeschreibung mal verlinken, falls du das wirklich mal nachmachen möchtest, dann hast du zumindest mal so einen Anhaltspunkt. Das Ganze wird jetzt für 6 Baby Back Ribs sein. Kannst diese Gewürzmischung natürlich auch herrichten und kannst dann irgendwie deine Schweinefilet, deine Schweinekotelett oder was auch immer du vom Schwein grillen möchtest, damit natürlich ganz hervorragend würzen. Theoretisch kannst du sowas natürlich auch für Rind nehmen oder fürs Kalb nehmen, fürs Lamm nehmen, etc., etc., etc. Auch für Hühnchen. Allerdings, naja, gerade das Schwein bietet sich bei dieser Gewürzmischung unglaublich gut an, weil eben das Schwein vom Geschmacklichen so ist, dass du da so richtig, richtig in die Vollen gehen kannst. Beim Rind, naja, bis auf ein bisschen Meersalz und ein bisschen gutes Olivenöl würde ich da nicht viel mehr dran tun, weil es halt einfach vom Geschmack allein schon sehr, sehr lecker und sehr, sehr, ja, sehr, sehr schmackhaft ist. Und so eine Gewürzmischung würde natürlich dann auch den Rindergeschmack ziemlich übertünchen, aber das ist dann wiederum Geschmackssache. So, wir starten. Und zwar, was ist jetzt alles drin in dieser leckeren Mischung? Ich habe hergerichtet Zimt, ich habe hergerichtet Koriandersaat, ich habe hergerichtet Fenchelsaat, dann haben wir braunen Zucker mit am Start, dann ist scharfe Paprika, also Rosenpaprika mit drin, da kannst du alternativ natürlich auch Cayennepfeffer hernehmen. Dann ist drin Fenchelsaat, ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt habe, ich glaube aber nicht, Fenchelsaat ist drin. Und dann habe ich natürlich noch etwas Piment drin, das ist der sogenannte Nelkenpfeffer. Der bringt ja auch nochmal so eine richtig schöne, ja, richtig schönes Volumen in das Ganze mit rein. Also es ist im Endeffekt, ist diese gesamte Gewürzmischung etwas, was ich immer mal wieder zusammenstelle und dann auch immer mal wieder in anderen Intensitäten zusammenpacke. Aber grundsätzlich, es sollte beim Schwein, wenn du Schwein marinieren möchtest, definitiv Fenchelsaat mit drin sein, weil das funktioniert beim Schwein wunderbar. Genauso wie der Zimt ganz großartig funktioniert und natürlich auch die Koriandersaat funktioniert auch ganz toll. Piment kannst du machen, musst du aber nicht. Diese Rosenpaprika, die ist auch nochmal ganz wichtig. Die schmeckt nämlich auch nochmal ganz hervorragend in dieser Gewürzmischung. Was ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen habe, ist der Kümmel. Aber ja, Kümmel ist da natürlich auch mit drin und du siehst, es ist alles schon vermörsert, es ist alles schon fertig. Das ging doch jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Kümmel ist noch drin, genau. Und Kümmel und Schwein, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu den Ribs, oder? Schauen wir uns die mal an und los geht's.
So, und hier sind sie, die schönen Schweinerippchen. Das sind die sogenannten Baby Back Ribs. Genau, 6 Stück habe ich davon besorgt beim Metzger. Und jetzt ist es ganz wichtig, das lässt leider jeder Metzger immer dran. Und wenn ihr vormarinierte Ribs kauft, die es ja auch im Handel gibt, definitiv, da kommt ihr einfach nicht drum herum. Denn auch die vormarinierten Ribs, die haben diese Haut noch mit dran. Ihr müsst die bitte unbedingt abnehmen, denn diese Haut ist dafür verantwortlich, dass wenn ihr Ribs isst, dass euch dann ständig irgendwelche Hautfetzen zwischen den Zähnen hängen. Ich glaube, das kennt, glaube ich, fast jeder von euch, oder? Ja, ich glaube, das haben viele schon mal gemacht, diese Erfahrung, dass du einfach Ribs nicht entspannt essen kannst. Und das hast du gerade gesehen. Du musst natürlich da so ein bisschen arbeiten, aber das hilft alles nichts. Diese Haut, die muss weg. Und wenn du einen coolen Metzger hast und der irgendwie auch noch ein bisschen Lust hat, dann kannst du ihn darum bitten, dass er dir die Haut wegnimmt. Aber naja, wie du sehen kannst, mit ein bisschen Handarbeit funktioniert das auch zu Hause recht gut. Und ja, ich lasse sie eigentlich immer dran. Das heißt, also ich bitte meinen Metzger nie darum, ich mache das immer selber. Aber wie gesagt, du kannst gerne mal versuchen, ob dein Metzger dir die Haut wegnimmt. Aber wie gesagt, die muss unbedingt weg. Und auch bei den vormarinierten Ribs, die muss unbedingt weg. Und die wird bei den vormarinierten Ribs auch dran sein. Ganz klar. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt arbeite ich hier ein bisschen vor mich hin. Ziehe hier überall die Haut schön ab. Du schaust mir ein bisschen zu. Ich spiele einen kleinen Moment ein bisschen Musik ein. Und dann treffen wir uns wieder beim Marinieren oder treffen wir uns am Grill. Naja, je nachdem. Ich werde sehen. Also, bis gleich. Dance.
Ja, und so sehen sie jetzt aus. Hier bin ich wieder. Die schönen Sparrows sind mariniert. Der gute Rub oder die gute Gewürzmischung ist jetzt an den Sparrows dran. Du hast ja auch gesehen, dass ich Salz und Pfeffer erst zum Schluss noch hinzugegeben habe. Das heißt, Salz und Pfeffer sind bei mir in der Marinade nicht drin. Naja, das hat einfach den simplen Grund, dass ich dadurch einfach das Stück Fleisch noch ein bisschen besser würzen kann. Gerade bei Salz ist es ja dann doch immer ganz wichtig, dass überall genug dran ist und dass das eben in dieser Gewürzmischung nicht untergeht. Aber klar, wenn du möchtest oder wenn es dir einfach wichtig ist, dann kannst du es theoretisch auch komplett weglassen, das Salz, und einfach am Ende noch ein bisschen mehr Salz darüber geben. Das ist natürlich auch eine leckere Geschichte. Aber bei Sparrows ehrlich gesagt nicht wirklich notwendig. Hier ist es gut, dass die einzelnen Rippchen jetzt gut eingewürzt sind und ich habe es jetzt auch noch ein paar Minütchen liegen lassen. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, dass dann das Salz sofort angefangen hat wieder zu wirken. Das heißt, das Salz zieht dem Fleisch natürlich gleich so ein bisschen Feuchtigkeit raus und macht dem Ganzen natürlich, so eine Art Garprozess startet dann. Das bedeutet, dass du, wenn du Salz dann dran hast, lass es halt nicht allzu lange liegen. 15, 30 Minuten tut dem Fleisch gar nichts, aber du solltest kein Salz dran tun und dann über die Nacht einmarinieren. Das wäre schade, weil dann entziehst du natürlich dem Fleisch den kompletten Fleischsaft und entsprechend trocken werden dir dann auch die Ribs, wenn du sie auf den Grill packst. So, jetzt kommt hier noch Olivenöl drauf und zwar reichlich Olivenöl, dass hier richtig schön Fett noch dran ist. Und was soll ich sagen, 2 Stunden später sind sie auch schon fertig. Das war schon wieder für mich. Ich genieße jetzt die Sparrows und wünsche dir einen schönen Tag. Hab ein gutes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Und dranbleiben, jetzt wird noch geplaudert. Sieht gut aus, oder? Ja, das waren sie auch, ganz ehrlich. Die waren echt lecker. Also, bis dahin. Ciao, ciao. So, und das war's für heute mit den Sparrows. Die waren lecker. Ja, die waren echt lecker. Ich bin der Meinung, dass man bei Sparrows tatsächlich, da kannst du natürlich French Fries dazu machen oder du kannst irgendwie Süßkartoffelchips dazu machen. Du kannst natürlich einen schönen großen Salat dazu machen, du kannst ein schönes Pita dazu essen, irgendwie ein schönes Ciabatta oder was auch immer. Aber eigentlich kannst du Sparrows auch tatsächlich nur so essen. Einfach abziehen, in die Marinade tunken, essen, lecker. Und jetzt muss es natürlich auch nicht immer Barbecue sein. Und ich finde auch, dass eine Variation im Bereich Sparrows definitiv gerechtfertigt ist, wenn du jeden Tag Sparrows isst. Aber isst du jeden Tag Sparrows? Also ich esse nicht jeden Tag Sparrows. Und wenn ich mal Heißhunger auf Sparrows habe, dann kommt bei mir genau dieser Rub drauf, also genau diese Gewürzmischung, die ich gerade gemacht habe. Die variiert natürlich immer mal ein bisschen. Manchmal ist es ein bisschen, ein bisschen schärfer, mal ist es ein bisschen milder, mal erwische ich ein bisschen zu viel Knoblauch. Aber das macht alles nichts. Also Sparrows verzeihen enorm viel. So, Hauptsache es ist von allem wirklich viel, damit du einfach diesen vollen Geschmack im Mund hast. Dann gibt es natürlich auch vom Style viele, viele verschiedene Varianten. Du kannst es mexikanisch halten, du kannst es asiatisch halten, du kannst es bayerisch halten tatsächlich, du kannst es aber auch amerikanisch machen, du kannst es englisch machen und so weiter und so fort. Also die Vielfalt an Sparrows, was möglich ist, du allein durch den Rub, allein durch die Gewürze, beziehungsweise im Anschluss natürlich auch durch die Dips, ist unfassbar. Also in dem Moment, wo ich natürlich ein bisschen zu viel von der Barbecue-Soße habe, du kennst mich glaube ich mittlerweile, oder? Ja, dann tue ich das Ganze so ein bisschen in so einen leichten Joghurt rein beispielsweise, das gibt nochmal ein ganz anderes Aroma. Oder ich mache mir so ein leichtes Tzatziki dazu, das ist auch unfassbar lecker. Oder gerade wenn ich die Sparrows so auf eine bayerische Variante habe, dann ziehe ich es auch gerne mal durch den Senf. Auch mal durch einen süßen Senf. Ja. Leute, es hat mir wieder Spaß gemacht. Das war die Folge 5 oder ich glaube 95. Folge 95 Kochspiel. Das heißt, hinter mir lauern 94 Videos. Klick da mal rein, schau dich mal um, kommentier mal. Lass Like da, wenn du noch nicht gemacht hast und abonniere den Kanal, dann verpasst du auch nichts mehr. Ich bleib für dich am Ball, wir starten durch. Sonntag ist bei mir die Himbeer-Challenge angesagt. Schau doch da rein, ab 12 ist das Video online. Machen auch viele andere YouTuber mit, das wird aber dann am Sonntag alles in meiner Videobeschreibung mit drin stehen.
Ansonsten werden wir nächste Woche ganz scharf auf die 100. Folge zugehen. Und ich habe so ein paar Sachen schon im Kopf, die ich gerne machen wollen würde, aber wenn du noch eine Idee hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich dich überraschen und dann kochen wir mal richtig, oder? Dann kochen wir mal richtig. Wir kochen eh immer richtig, aber dann die 100. Folge, da wird mal richtig aufgekocht. Ich freue mich drauf. Also, probier das Kochspiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.